Katze Klo, Katze Klo, ja, das macht die Katze froh. Und uns hat's auch froh gemacht, denn wir haben uns den Metalldetektor von ihr geholt. So, hier werde ich immer noch skeptisch. Da steht revolutionäres Design. Öffnet Futterdosen ohne scharfe Kanten. Ach, jetzt steckt euch mit ein. Ich glaub's ja nicht. Na gut, jetzt haben wir das Ding ja. Hoppala. So, ich wollte, was habe ich denn jetzt eigentlich hier im Inventar? Muss ich gerade mal nachgucken. Das da und 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 das da und... Ach, der Metalldetektor, ja, sehr schön. Dosenöffner, die Sense. Oh, das Revoluzzerbuch haben wir gar nicht mehr. Nein. Sind Sie sicher, dass Sie das Spiel verlassen möchten? Nein, auf gar keinen Fall. So, ach so, verlässt man das Inventar. Lieber Freund, Ihre Bewegung gewinnt täglich an Einfluss und wächst zusehends. Vieles davon ist unserem Kommunikations- und Aufklärungsnetz zu verdanken, dessen Aufbau allein dein Verdienst ist. In Anbetracht deiner Leistungen befördere ich dich hiermit zum Spezialagenten. Ich, Salvador Limones vom Zentralkomitee verlorener Seelen, salutiere vor dir, Manuel Calavera. Du bist ein wertvoller Verbündeter in dieser gerechten Sache. Schön, schön. Aber ich wollte den Zettel jetzt gar nicht mit einstecken. So, was haben wir denn hier? Können wir das auch angucken? Nö. Geht's da hinten noch weiter? Noch nebenbei, bevor ich hier weggehe? Nö, geht's auch nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Okay, ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Also, ich wollte mich auf dem Weg zum Leuchtturm machen. Mit diesem Schlüsselchen. Eine andere Sache würde ich aber auch noch gerne machen. Die werde ich dann auch gleich durchziehen. Ich muss jetzt nur noch rausfinden. Ach, apropos, ich könnte eigentlich ja mal nachschauen bei der Polizeiwache, wenn es denn möglich ist, wie es denn unserer gefangenen Arbeiterbiene geht. So, müsste ich eigentlich hier richtig sein? Tja, hier hoch. Ne, da unten ist das Gefängnis. Mal gucken trotzdem hier oben. Ah, da ist er ja. Hey Terry, du hast da draußen eine tolle Rede gehalten. Ja, mag sein, aber ihretwegen bin ich hier drin gelandet. Keine Sorge, ich besorge dir den besten Anwalt der Stadt. Okay, Manny, aber beeil dich, bevor die Bewegung ihren Stachel verliert. So, okay. Wir konnten tatsächlich Kontakt mit ihm aufnehmen. Jetzt mal gucken. Hier auch, da unten ist das die Polizeiwache. Also oben ist das Gefängnis und hier... Ah ne, das war das Leichenschauhaus. Da könnte ich eigentlich auch mal geschwind was nachgucken. So, wo ist es denn? Metalldetektor. Da findet man doch Besseres. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ach nein? Und bei dem da? Das möchte ich eigentlich nicht tun. Und was ist mit dem hier? Würde dir ein Metalldetektor helfen? Keine Ansprache? Hey, das ist ja fast wie Weihnachten. Bis auf die Tatsache, dass ich bekommen habe, was ich mir schon immer gewünscht habe. Ein gravierter Ring. Eine Gürtelschnalle mit einem Namen drauf. Wer trägt schon eine Gürtelschnalle mit? Oh. Eigentor. So, jetzt haben wir den Metalldetektor an ihn hier weitergegeben. Jetzt weiß ich halt nur nicht. Na, ich will dich nicht weiter stören. Ich freue mich immer über Besucher. Ob es nicht dumm war, von mir den Metalldetektor abzugeben? Naja, gut, okay. Vielleicht finden wir dafür jetzt was in der Leiche, so? Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Bei dem hier auch? Blumenbeete zu durchwühlen ist Membrios Job, nicht meiner. Dann mal raus hier. Jetzt sind wir dem Metalldetektor losgeworden. Nein! Obwohl, doch, passt. Lauf ruhig runter. Hui! Ich wollte doch zum Leuchtturm gehen mit dem Schlüssel. Ach ja, da sitzen sie immer noch rum. Kann man mit denen reden? Also Jungs, wie wollt ihr Terry befreien?
gar nicht. Schätze, muss mich selbst drum kümmern. Tja, vielleicht finden wir nachher nochmal den Anwalt, aber jetzt vorher... Warum klopft das Sound so komisch? Abgeschlossen. Ja, Manny, aber du hast einen Schlüssel. Der Schlüssel. Wo ist er denn? Nein. 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 Da. Tatsache, es hat funktioniert. Lola? Geh weg, Manny. Ich will nicht, dass du mich so siehst. Lola? Hat Nick dir das angetan? Ja, er wollte dieses Foto unbedingt haben. Aber er wird es nie finden, dieses Schwein. Ich mach ihn fertig, Lola. Ich zeige Max das Bild und lass Nick auflaufen. Wo hast du es versteckt? Oh, Manny, es ist alles meine Schuld. Immer gerate ich an die falschen Typen. Wusstest du, dass ich mal in dich verknallt war? Aber du hattest ja immer nur diese Matche im Kopf. Und ich habe mich einfach nicht getraut. Lola, wo ist das Foto? Sag mir, hätte ich eine Chance gehabt? Vergiss es. Du musst Olivia warnen. Sie muss sich andere Männer aussuchen, sonst wird sie so enden wie ich. Sag ihr, sie soll sich einen netten Kerl suchen, wie dich. Lola! Lola! Ach ja. Da liegt was. Oh, Lola. Es ist eine Zunge darauf abgebildet und daneben steht Nummer 22, Lengua. Nummer 22, Lengua. Ob das Ding was mit... Das müsste ich eigentlich mal ausprobieren. Gerade mal den Aufzug hier hoch. Das möchte ich eigentlich nicht tun. Ach so, ja, wir haben ja das Ding noch in der Hand. Dann geh mal hoch. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht wieder darunter laufe. Tja, Lola wurde ersprossen. Eine tragische Sache, ja. In der Tat. Mord nennt man sowas. Mord an Toten. Ich frage mich nur, es würde mich halt wirklich interessieren. Wir sind ja auf der Reise in die Ewigkeit im Totenreich. Als Skelette eben. Und, ja, wie geht es dann weiter? So, die hier hat doch was mit Nümmerchen zu schieben. Gucken wir mal, ob das irgendwie was bringt. Wo ist es denn? Ah ja, ja, immer die Durchsuchung der Tasche. Nicht hier. Natürlich nicht hier. Ah. Da war's doch gerade. So, ob sie das damit anfangen kann. Das ist eine Karte von meinem neuen Garderobensystem. Es ist dir also doch nicht egal. Kann ich meinen Mantel haben? Und ob? Ist das aufregend? Okay, okay, okay. Sekunde. Tja. 22, 22, 22. Lengua, Lengua, Lengua. Hier ist er. Oh, Mist. Stimmt was nicht? Das gibt's doch nicht! Loop, was ist denn? Das kann nicht deiner sein. Doch, doch, danke. Was willst du mit dieser winzigen Damenjacke? Du hast nicht zufällig da hinten eine Kamera gefunden? Nein. Sie muss sie irgendwo anders versteckt haben. Ich sag's dir morgen. Morgen sind wir eigentlich nicht mehr da, wenn alles klappt. So, was haben wir denn hier? Na? Da steckt ein Stück Papier in einer der Taschen. Ach, liest es nicht gleich vor. Da steht nichts weiter drauf als Nummer 36, der rostige Anker. Was soll denn das nun wieder bedeuten? Gute Frage, weiß es ihr Lola vielleicht? Na? Nee, sie heißt nicht Lola. Sie heißt Loop. 36? Die Nummer gehört nicht mal in mein System, Manny. Und ich glaube kaum, dass ich einen rostigen Anker annehmen würde.
Tja, dann wohl nicht. So, aber mir fällt da gerade was anderes ein. Also, da komme ich nochmal drauf zurück gleich. Nein, nicht beenden. Wo ist denn meine andere Karte? Das will ich jetzt unbedingt ausprobieren. Ach, da steckt sie wieder ein. Gut, okay. Dann packen wir sie auch wieder aus. So ist es nicht, das können wir ja. Glottis! Moment mal kurz, sagt das jetzt? Es ist die VIP-Eintrittskarte für die High Rollers Lounge, die Chowchilla Charlie mir gegeben hat. Oh, Glottis, zeige ich das besser nicht? Na und ob, dass wir das ihm zeigen? Hallo Glottis! Sieh dir nur diese schicke Eintrittskarte zur High Rollers Lounge an. Ist das zu glauben, wie überheblich die da drüben sind? Ich glaube kaum, dass ihr Laden mehr VIP ist als unserer. Du etwa? Ich weiß nicht. Ich versuche da nicht hinzugehen. Tatsächlich? Wieso nicht? Wegen meinem Problem. Glottis? Compadre? Tja, ich glaube, der ist jetzt dahin gegangen. So, was kann man mit dieser Karte anfangen? Nummer 36, rostiger Anker. Erstmal muss ich erstmal rausfinden, wie ich hier rauskomme. Können wir eigentlich selber jetzt auf der Klampe hier spielen? Ach ja, ist ja schön. Geht noch ein Song oder gibt's immer nur dasselbe? Es geht nur dasselbe, okay. Mädchen. Who yeah, Bambina. Gut, also, auf nach oben. Nach oben, Manny. Oh ja, Gott sei Dank, ich hab's geschafft. So, dann mal raus hier. Wo muss ich denn jetzt lang? Abgesehen davon, dass ich sowieso la miserabel bin zum Laufen, müsste ich nochmal was anderes nachgucken gehen mal. So, jetzt klappt es ja einigermaßen wieder mit dem Laufen. Ich laufe in dem Spiel schlimmer als ein Besoffener, habe ich das Gefühl. So, gehen wir gleich mal... Nee, oder gehen wir den Weg? Nein, wir nehmen den anderen Weg. Und abwärts! So, mal in Richtung Katzenrennbahn. Ich glaube, ich muss noch mal was nachgucken beim Tätowierer hinten. Weil rostige Anker ist eigentlich der Typ auch ein Spezialist, rein theoretisch. Zumindest, was Tätowierungen betrifft. Da sind wir gleich wieder. Ob er immer noch am Pennen ist? Oder noch am Telefonieren ist sogar? Werden wir ja gleich herausfinden. Schleicht sich in die Bude des Tätowierers ein, als ob er irgendwie, keine Ahnung, nicht gesehen werden will dabei. Na gut, Manny mit Tätowierung zu sehen. Er telefoniert immer noch. Und Naranja pennt. So! Jacke und da ist dieser Zettel. Ah, Moment mal eben. Sagt dir das irgendwas? Du meinst, abgesehen von dem Song, dem Gedicht der Bar und der Statue, die so heißen? Klar, das ist eins meiner berühmtesten Motive. Komm, ich zeig's dir. So. Lass sehen. Nummer 34, 36. Hey, was ist denn das? Weiß ich nicht. Was ist denn was? Das hat meine Freundin Lola hier für mich hinterlassen. Ja, ja, richtig, Lola war hier. Süße Kleine. Ist wie eine Tochter für mich. Sag ihr, Papa Toto lässt sie grüßen. Oh, klar. Klar.
So, er telefoniert wieder. Dann gehen wir mal raus. Was haben wir denn jetzt eigentlich bekommen? Das möchte ich mir mal näher angucken. Das da haben wir jetzt bekommen. Sieht aus wie ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mhm. 6, 6, 114, 6, 6. Ein Zielfoto. Das könnten wir eventuell wo eintauschen. So, dann mal ab an die Pferderennbahn. Jetzt können wir da hin. Und dann gehen wir an so einen Wettschalter. Beziehungsweise... Vielleicht ist das jetzt der Zeitpunkt, um... Moment. Ja, nach oben. Bitte lassen Sie Ihre Kinder nicht unbeaufsichtigt. Niemals. So, nehmen wir mal den Schalter hier. Vorher noch kurz... Können wir jetzt das Ding verwenden? Damenmantel? Dosenöffner? Das da? Oh, das ist jetzt blöd. Was soll ich denn da eintippen? Moment mal kurz. Wie komme ich jetzt hier überhaupt raus? Escape. Nochmal das Zielfoto angucken. So, genau. Finde ich da Hinweise? 6. Marry me, Olivia. Steht da auf dem Zeppelin drauf. Wenn man es ganz genau hinguckt. Hm. 6, 6. 114 steht da unten. Kann er dazu noch mehr was sagen? Nein? Sagt er nichts dazu. Also auf Katzen reiten die hier. Ach, das ist interessant. So, marry me, Olivia. Hm. Aber was hat es damit auf sich? So. Nochmal her mit dem Gerät. Und es scheint, dass... Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Ja, schön. Das zum Drucken. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Ach so, ja, okay, ist schön, aber... Der Drucker und ich, ja. Wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Was muss ich drücken, damit ich überhaupt was hier drücken kann? Der Drucker und ich, nein. Wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Vielleicht das hier? Ah, die... Sechs. Okay, und jetzt? So, probieren wir mal das Ding hier aus. Hallo? Oh, hi! Den Wettabschnitt, bitte. Hier, bitte sehr. Hm. Der sieht aber anders als unsere normalen Tickets aus. Er stammt noch aus der letzten Saison. In Ordnung, nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Was haben wir bekommen? Es ist nur ein Haufen Katzen. Ja, aber sehen Sie nur, wie schnell die sind. Ah. Tut mir leid, mein Herr. Das nächste Mal gewinnen Sie bestimmt. Vielleicht habe ich mir das Falsche ausgedruckt. Mal ausprobieren. So, gucken wir mal. Wo ist denn der kleine fröhliche Kerl? Der Drucker und ich. Wir werden uns eine goldene Nase verdienen. Ja, verwende den nochmal. So, mal hier 6 eintippen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Aha. Was es damit auf sich hat?
So, wie viele Tage können wir hier reingehen? 20. 32, aha. Und hier geht es? 15. Was muss ich denn bloß eintippen? 6, ich habe auch keinen Hinweis auf den gefunden. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. So geht's auf jeden Fall wieder unter. Und eine 6 war's. Was war denn 2 Tage? Das ist wahrscheinlich Dings, keine Ahnung, probieren wir mal. Nee, lass mal 2 hier. Der Drucker und ich, wir werden uns eine goldene Nase verdienen. So, das hat er jetzt gedruckt. Mal gucken, was jetzt hier so rauskommt. Hallo? Oh, hi. Den Wettabschnitt bitte. Hier, bitte sehr. In Ordnung, nur eine Sekunde. Hier, bitte sehr. Und was sehen wir da drauf? Aha. Was ist? Haben Sie gewonnen? Und wie? Und nicht vergessen, meine Damen und Herren. Danke, Kumpel. Schön, dass ich helfen konnte. Also das hat jetzt angeschlagen. Ich weiß doch nicht, wie ich auf die Zahl gekommen bin, aber es hat angeschlagen. Gucken wir doch mal. Was haben wir jetzt da gefunden? Aha! Lolas letzte Arbeit. Ein delikates Foto von Olivia, wie sie Nick küsst. Gut. Nein. Einstecken, aber zackig. So war das, genau. Das ist wohl der Zeitpunkt, dass wir in der... Ich glaube, der Typ führte irgendwas im Schilde. Meinst du nicht, Doug? Doug? Wer? Dieser Kerl? Ich glaube eher, der war bekloppt. So, ab in die High Rollers. Komm, geht's hier lauf! Komm! Du hast es geschafft! Glottis? Fast am Ziel! Was machst du da oben? Was ist denn jetzt? Ach komm, lauf hoch! Was zum Geier machst du da, Glottis? Fast am Ziel! Und er trinkt. Ich wusste nicht, dass du so auf Wetten stehst, Glottis. Ja, ich musste den Ärzten versprechen, dass ich's nicht mehr tue. Aber in der High Rollers Lounge werden sie mich nie finden. Niemals! Lauf! Tja, okay. Er ist wettsüchtig. Los, Kätzchen! Bus! So, da gucken wir mal. Ist er da? Er ist da. Dann können Was ist wir denn jetzt das Foto unter die Nase halten. Beziehungsweise in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!